willkommen bei uns in der Off-Season. Wir sitzen hier im Strandkorb mit Benka. Schön, dass du da bist. Und wir haben heute was für euch, damit es in der Off-Season auf gar keinen Fall langweilig wird. Wir analysieren heute die Top-Plays der letzten Saison. Dafür würde ich dich direkt erstmal fragen oder dir sagen, das Play, das wir jetzt als erstes, das ich dir gleich zeige, das hat man am Anfang der Saison recht häufig gesehen, am Ende leider nicht mehr, weil Justin sich verletzt hat. Mhm. So, Benka, jetzt gucken wir uns das Play mal genau an und du, würde ich sagen, erzählst einmal, was so passiert. Ja, also erstmal kann man bei dem Play ganz schön sehen, dass das Spacing erstmal gut ist. Das ist wichtig, gerade wenn man Sachen zum Korb spielen will. Wenn dann alle ein bisschen zu nah am Ring stehen, zu nah an der Zone stehen, dann klappt das meistens nicht, weil auch viel Verteidigung im Weg ist. Hier haben wir eine ganz gute Aufstellung, alle sind schön außen. Wir fangen an mit dem Handoff. Toni gibt den Ball zu John. Und jetzt dribbelt John über das Pick and Roll. Und jetzt kann man an der Stelle ganz schön sehen, dass wir Automatismen haben dafür, was die Defense uns gibt. Der Verteidiger von John, in dem Fall ist das Jonas Grof, geht jetzt unter den Screen durch. Das machen die meisten gegen John, weil er eben nicht der beste Werfer ist. Okay. Und der Read, den wir darauf haben und die Reaktion, die wir darauf haben, ist, dass Justin sofort einen Rescreen stellt. Das erfordert eine gute Kommunikation zwischen den beiden. In dem Fall machen sie das beide gut. Man sieht, Justin dreht sich sofort um, stellt den Rescreen und John dribbelt jetzt wieder über die andere Seite rüber. Jetzt muss man eine Sache nur noch beachten. Der Verteidiger, der jetzt am weitesten weg ist, das ist in der Regel immer so, der kümmert sich meistens um den Roller und das wäre Justin in dem Fall. In dem Fall sieht man jetzt, der tendiert schon sehr, sehr doll zu Justin und das ist das, was wir angesprochen haben. Der richtige Pass, wenn ich mit einem jungen Spieler dieses Video gucken würde, ist das jetzt eigentlich nicht, wenn es nicht Justin ist. Mhm. Bei Justin kann ich den Ball jetzt hoch spielen, er kann ihn direkt über Ringniveau finishen, stopfen. Ja. Wenn das Stefan ist, wenn das Yannick ist, dann würde ich sagen, da geht jetzt die Passfinte eher zum Center und ich passe den Ball, ich skippe den Ball zu dem völlig freistehenden Lars an der Dreilinie. Das wäre für mich auf dem Papier der richtige Pass. Ja. Jetzt ist es Justin. Justin hat diese Möglichkeiten, da hochzuspringen, das Ding zu stopfen, also spiel ihn hoch. Die Fans freuen sich. Uns freut es, alle wollen das so sehen. Deswegen Super. Hat das in dem Fall gut geklappt. Ja, cool. Ja, hat sich das Spiel dann auch besonders umgestellt, als er sich dann in Hagen bei dem Rückspiel zu dem Spiel tatsächlich so verletzt hat? Musstet ihr da besonders umstellen? Oder du sagst selber, wir haben ja auch noch andere Center, aber würde das Spiel sich verschieben oder das Play? Ja, du musst natürlich dann schon die Spielanlage etwas verändern. Also in dem Fall jetzt kann John diesen Lobpass spielen und Justin direkt anspielen. Normalerweise würden wir das jetzt mit Stefan oder mit Yannick, es sei denn, die sind wirklich völlig frei, nicht machen. Da ist es dann eher so, dass man den Extrapass sucht, den Ball vielleicht nochmal nach außen spielt zu einem freistehenden Spieler und Stefan und Yannick sich aufposten lässt und der nächste Spieler würde dann den Ball reinpassen. Einfach die Jungs auf dem Boden anpassen mit einer guten Situation, dass sie da den Ball fangen, vielleicht noch eine kleine Finte machen können, hochgehen können zum Werfen. Aber dieser direkte Pass, der dann wirklich direkt abgeschlossen wird, der ist dann einfach nicht mehr so da und das heißt natürlich, dass man Dinge umstellen muss. Es gibt schon einen Grund, warum man das Play am Anfang der Saison gesehen hat und am Ende dann eben nicht mehr. Ne? Okay. Ich würde sagen, das war schon mal ein spektakulärer Start mit Justin. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Play der Saison.